Ja, ich bin Karim Badiabi, bin Bundestagsabgeordneter seit 2013. Ich bin in Senegal geboren, 1961, und hatte dann während des Studiums dort die Gelegenheit gehabt, in die DDR zu kommen und hier zu studieren. Ja, Senegal war kein sozialistisches Land, war eine sogenannte NSW, also ein Land auf der nicht-sozialistischen Entwicklung. Aber trotzdem gab es die Möglichkeit, über den Internationalen Studentenbund, dass Studenten aus solchen Ländern wie Senegal sich bewerben können für ein Stipendium für ein sozialistisches Land, unter anderem DDR. Aber es war Zufall, dass ich in der DDR gelandet bin. Juli 85 bis Juli 86 habe ich dann in Leipzig Deutsch gelernt am Herder-Institut. Und danach dann bin ich nach Halle gekommen. Genau, Juli 1986 bin ich nach Halle gekommen, um hier Chemie zu studieren. Und seitdem habe ich diese Stadt nie länger als 4 Wochen verlassen. Also der Eindruck, der erste Eindruck, was mich geprägt hat, war, dass alles perfekt organisiert war. Jemand war am Flughafen, obwohl ich kein Visum hatte. Es gab keine Auslandsvertretung von DDR in Senegal. Hatte also kein Visum, bin angekommen und wurde trotzdem von jemandem am Flughafen abgeholt, der meinen Namen kannte und alles notiert hat und mir am Flughafen schon die Fahrschein für den Zug von Berlin-Schönefeld nach Leipzig gegeben hat und Straßenbahnfahrschein für Leipzig von Bahnhof zu meiner damaligen Ständenwohnheim, Straße des 18. Oktober. Und das hat mich so fasziniert, ich war so beeindruckt. Das kann nicht wahr sein, wie perfekt hier die Menschen organisiert sind. Ich habe Übergangsphase überwinden müssen. Und zwar war das so, dass wir in Ständenwohnheim in Straße des 18. Oktober in Leipzig in Haus 27 gewohnt haben. Da waren aber nur ausländische Studenten aus so unterschiedlichen Ländern der Welt. Und da war ich nur mit Ausländern zusammen. Und diese Übergangsphase war notwendig, weil wir ja kein Deutsch gesprochen haben und da hatten wir keinen Kontakt zur Bevölkerung, auch später nicht. Aber in Studentenschaft hat man dann später, als ich dann fertig war mit der Sprache, als ich in die Halle gekommen bin, hatte ich dann mit DDR-Studenten Kontakte. Aber in Leipzig war viel mehr mit anderen ausländischen Studierenden aus den vielen anderen Ländern, die zusammen in einem Studentenwohnheim gewohnt haben. Naja, das Wort Integration gab es in der DDR überhaupt nicht. Der große kulturelle Schock, was ich hatte, ist natürlich die Sprache. Das heißt, ich habe kein einziges Wort Deutsch gesprochen, doch 2 Worte Deutsch. Das war BMW und Bundesliga. Und komischerweise waren diese Begriffe in der DDR auch nicht gerne gehört. Das war ein wirklicher Kulturschock, dass ich dann in einem Land mich befinde mit 24 und gar nicht verstand, was die Leute gesagt haben. Konnte kein Essen bestellen und wenn ich einkaufen gegangen bin, könnte ich die Produkte nicht mit Namen nennen. Aber es war schon die ersten Schwierigkeiten, die ich hatte. Aber nach dem Deutschkurs ist dann alles doch überstanden. Und als ich in die DDR gekommen bin, war ich dann plötzlich auch fast wie ein Sprecher der Studenten am Herder-Institut in Leipzig. Und im Januar war so eine Gedenkveranstaltung von Lumumba, also eine Freiheitskämpfer aus Kongo. Und meine Lehrerin hat vorgeschlagen, der Karamba, der sollte dann Rede vorbereiten. Alle waren dankbar, dass sie das nicht machen müssten. Und dann standen dann vor 500 Studenten vom Herder-Institut und durfte dann eine Rede halten zur Ehre von Patrice Lumumba, der Revolutionär und Freiheitskämpfer in Kongo. Und das war ein Höhepunkt und habe natürlich dafür eine gute Note bekommen. Das Bild war vor dem Herder-Institut in Leipzig. Rechts davon steht das Lumumba-Denkmal und ja, habe ich dann posiert vor dem Schild Herder-Institut Leipzig. Das Bild war meine erste Winterlage in Jöhstadt bei Karl-Marx-Stadt und das ist in Oberwiesenthal.
Und da hatten wir unsere erste Winterlage. Und da durften wir dann Skifahren. Auf dem Bild sind die Studenten meiner Klasse, mit denen ich Deutsch gelernt habe am Herder-Institut. Aus verschiedenen Ländern, aus Jemen, aus Äthiopien, aus Libanon, Mongolei und Lehrerin Frau Eckert in der Mitte. Und dann aus Jordanien und Bulgarien. Genau, das waren die Studenten, die auf dem Bild zu sehen sind. Und ja, Jugoslawien, nee, Libanon ist auch dabei. Links von mir ist mein Freund Enschbold aus Mongolei. Und Selamawi, mein äthiopischer Freund, mit der Tasche neben mir. Also wir haben gelernt, Ski zu fahren. Ja? Und da war es zu vermuten, dass man sich verletzt. Und dann durfte ich dann diese Ersthilfekassen da auch verwalten. Ich hatte auch nach kurzer Zeit auch schon erfahren, dass bei bestimmten Produkten durftest du nicht vieles, eine große Menge kaufen. Ich hatte die ersten Monate sehr oft Schnupfen, und wegen Wetter wahrscheinlich. Und dann einmal wollte ich sogenannte Tempo-Taschentücher wollte ich kaufen. Und dann hat eine Dame mich beobachtet, als ich dann dort einmal gekommen bin, habe dann gesagt, dass das zu wenig ist, ich möchte mehr haben. Und dann die Verkäuferin hat mir gesagt, nö, andere wollen auch was haben. So, und das war typisch DDR, also Mangel an bestimmten Produkten, die nicht in unendliche Menge von einer Person gekauft werden darf. Ah ja. Das war bei mir im Studentenwohnheim und da haben wir uns natürlich immer wieder getroffen, hat man Besuche gehabt und so weiter. Und das müsste mit einer Kommilitonin da von meiner Seminargruppe, die mich da besucht hat, wir haben uns unterhalten und sich Bilder angeguckt. Das war dieses Wohnheim hier beim Bergweg 1. Das erste Hochhaus, man sieht das erste Haus, wenn man links von Ihnen, das allererste Haus, das ist Haus 1 und Zimmer 804. Da habe ich 5 Jahre lang gewohnt und das war eine der schönsten Zeiten meines Lebens, muss ich sagen. Also ich habe rechtzeitig mitbekommen, dass die Begrifflichkeiten eine Rolle spielen, weil es immer wieder heißt, das darf man hier nicht sagen. Das darfst du nicht laut sagen, das darfst du hier nicht sagen. Und hier waren bestimmte Begriffe, die viel mehr Mode waren. Völkerfreundschaft, ja, die sollte man mehr verwenden. Und Rassismus, die kannte man überhaupt nicht. Und Ungerechtigkeit hatte ich auch angesprochen. Denn damals, als ich Deutsch gelernt habe, hieß ja Mitte des Studienjahres, dass ich nicht an eine Universität geschickt werde, obwohl ich der Beste war von meiner Gruppe, sondern an eine Fachhochschule. Und ich weiß, dass wenn man nach Senegal zurückkommt aus einem sozialistischen Land, dadurch, dass die Vorurteile dort auch gegenüber Sozialismus sehr groß ist, hätte ich keine Chance gehabt, Arbeit zu finden. Habe dann gesagt, aus diesem Grund muss ich an einer Universität studieren, um in Senegal das anerkannt zu bekommen. Da wurde mir gesagt, nein, für dich haben wir nur Fachhochschulen. Ich habe gesagt, dass das ungerecht ist. Die haben mir gesagt, im Sozialismus gibt es keine Ungerechtigkeit. Wenn du das anders nennst, kann man darüber reden. Ich habe gesagt, das ist ungünstig. Ich habe gesagt, okay, das ist relativ ungünstig für dich, aber wir behandeln alle in der DDR gerecht. Und da habe ich mich dann natürlich ein bisschen naiv gestellt. Weil ich dann gesagt habe, ich möchte nicht an der Fachhochschule, das musste ich auch begründen, warum. Ich habe gesagt, in Halle gibt es aber eine Universität, die heißt Martin Luther King Universität. Und ich möchte für Gerechtigkeit. Martin Luther King hat immer für Gerechtigkeit und ich möchte für Gerechtigkeit kämpfen. Wenn ich nach Senegal zurückfahre, möchte ich dafür mich einsetzen, dass dort Gerechtigkeit eingeführt wird. Deshalb möchte ich an der Martin Luther King Universität in Halle. Die haben mir gesagt, junger Mann, wir haben keine Martin Luther King Universität, wir haben den Reformator Martin Luther. Gut, dann schicken wir dich an der Universität, Martin Luther Universität in Halle, da können sie dort gut studieren. Deshalb bin ich auch akzeptiert, dann nach Halle zu kommen. Die 4 Hochhäuser, die wir hier sehen, waren auch in der DDR-Zeit Studentenwohnheime. Ich habe in dem ersten Haus auf der linken Seite gewohnt. Mädchen und Jungs waren da, meistens Chemie- und Pharmaziestudenten. Das zweite Haus war wiederum nur Mädchen.
Das waren Pharmaziestudentinnen und Sprachwissenschaftlerinnen. Haus 3 und 4 waren wiederum Studenten der ABF, Arbeiter- und Bauernfakultät. Und zwar waren das Schülerinnen und Schüler, die Abitur gemacht haben, die dann vorbereitet werden auf das Auslandsstudium, meistens im sozialistischen Ausland. Und die haben in Haus 1 und 2, Haus 3 und 4 gewohnt. Meine Begegnung mit dieser Schülerin war total interessant, da ich im Studentenclub in der Mensa, die hinter der Pharmazie hier ist, vor der Pharmazie dort ist, da kamen sie auch und ich war Mitglied dieses Studentenclub. Und dann hatten wir die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler, die nicht 18 sind, nach einer gewissen Zeit, ich glaube 22, mussten wir die wegschicken, dass sie ins Bett gehen. Und das war natürlich auch konfliktreich. Das war mit Ängsten verbunden. DDR-Bürger waren verunsichert. Die wussten auch nicht, wie das Ganze läuft am Ende, aber für uns auch. Ich habe diesen Veränderungsprozess in DDR gemerkt, als die Demonstrationen angefangen haben. Davor wenig. Natürlich, die ersten Eindrücke, die ich hatte, die waren bedrohlich für mich, weil ich immer wieder gehört habe bei den Demonstrationen, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Ich habe nicht mitdemonstriert, aber nur am Rande beobachtet, aus Angst und aus Neugier. Was passiert denn jetzt? So, und bin dann nach Hause gegangen, habe mit anderen Studenten gesprochen, die Angst hatten, rauszugehen. Viele Studenten haben mich dann gefragt, na und? Und was ist neu? Und wie geht es weiter? Und habe gesagt, also die haben gesagt, die sind das Volk. Was ist denn mit uns? Sind wir auch das Volk? Die kennen uns ja nicht. Werden sie uns dann nach Hause schicken? Also über uns hat keiner gesprochen bis jetzt. Also ich hatte tatsächlich Angst, dass wenn die DDR verschwindet, dass man sagt, also alle Leute, die DDR eingeladen hat aus anderen Ländern, die hier sind, die können wir nicht mehr halten, die können wir nicht mehr finanzieren. Wir waren finanziert aus Solidarität Gelder, dass man uns nach Hause schickt. Später dann, als ich bei den Demonstrationen immer wieder gehört habe, dass die Leute gesagt haben, wir sind ein Volk. Dann habe ich gesagt, okay, wenn sie ein Volk sind, dann meinen sie ja eigentlich die da drüben, also die Westdeutschen. Und wenn sie das Volk sind, wie diese Menschen, die hier sind, und in Westdeutschland, die haben so viele Ausländer, also dann sind wir auch das Volk. Also die können uns nicht rausschmeißen, wenn sie die anderen Ausländer, die auf der anderen Seite als Teil des Volkes gemeint sind, dann bin ich auch das Volk. Habe ich mich gefreut, habe gesagt, okay, offensichtlich kann bei dir alles weitergehen. Ich war genau hier in diesem Gebäude, wo wir uns befinden in der Chemie. Wir hatten Vorlesungen und dann wussten wir am 9. November, dass die Mauer gefallen ist und da gab es Gespräche unter den Studenten. Und dann hat der Professor dann das Thema auch angehört, hat gesagt, es ist eine Katastrophe, was passiert und so weiter und so fort, die Mauer ist gefallen. So, einige Studenten haben gejubelt und dann bin ich mit einer Kommilitonin zur Mensa gelaufen, zum Mittag, hat sie zu mir gesagt, du hast mitgekriegt, dass der Student X so laut gejubelt hat, das ist doch unmöglich, das ist doch undankbar. Wie kann er denn sich freuen, dass unsere Mauer gefallen ist? Ich sage so, ach ja. Das heißt, ich kann auch nach West-Berlin jetzt fahren. Na, du auch noch! So, ja, sie reagiert auf mich, ja. Also ich könnte das nicht so richtig einordnen. Für mich war das Angst, mit Angst verbunden. Aber für sie war das wahrscheinlich anders als andere Studenten, dass sie gedacht hat, also es würde nur Chaos jetzt entstehen. Als die Mauer gefallen ist, wir wussten nicht, wer unsere Stipendien zahlt. Bei mir war ja so, dass ich ja nicht direkt von DDR eingeladen war, sondern von Internationalen Studentenbund. Und da hat DAAD die Stipendien von dieser Gruppe, der ich angehöre, die Stipendien übernommen. Das war für mich eine große Rettung. Und dann durfte dann natürlich Diplom zu Ende schreiben. Und anschließend dann habe ich auch Stipendium bekommen, um zu promovieren. Die Zeit, die am schlimmsten war aus meiner Sicht, waren Anfang der 90er Jahre, also in Wendezeit. 90, 91 bis 96, das waren die schlimmsten Zeiten. Für mich persönlich, der Höhepunkt der negativen Zeiten war ja 28. Mai 1990, 18 Uhr, als ich von drei jüngeren Leuten da
verfolgt waren und dann meine Brille kaputt gemacht worden sind. Das war der Höhepunkt für mich, für rassistische Anfeindungen in Deutschland. Das war ja nach dem Mauerfall. Und die Entwicklung ist besorgniserregend. Ich meine, bis 1996 war das sehr, sehr heftig. Gab es die ganzen Fälle, die bekannt sind, Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, Mölln und so weiter, die waren bekannt. Im Übrigen, ich denke, das ist einer der Gründe, warum ich auch mich im Bereich Antirassismus, Menschenrechtsbereich engagiert habe und die Uni, nachdem ich die Uni verlassen habe, habe ich mich in einen Verein engagiert für antirassistische Training und Workshops und Projekte. Das war einer der Gründe, weil ich gesehen habe, dass die wirklich Verhältnisse waren so schlimm, dass man sehr viel braucht im Bereich Bildung. Das machen Sie dort. Ja, ja, das machen Sie heute nicht bei Frau Staude. Also da würde ich, ich denke, wir erleben momentan wirklich eine ganz schlimme Situation, dass Rechtsextremismus sehr stark geworden ist, dass menschenfeindliche Haltungen und Handlungsweisen mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Und das ist dann, seitdem eine Partei im Bundestag sitzt, die Rede hält, die nur spalten und hetzen und für mich auch sehr, sehr beleidigende Worte enthalten, finde ich, dass es wichtig ist, dass wir deutlich machen, dass dieses Land nicht diesen Menschen zu überlassen ist, dass Rechtsextremismus und Spaltung in der Gesellschaft uns nicht weiterbringen, sondern wir brauchen Zusammenhalt. Also ich höre in den Redebeiträgen von AfD-Abgeordneten sehr viele rassistische, aus meiner Sicht rassistische Äußerungen, sehr viele spalterische Äußerungen, sehr viel verletzende Äußerungen. Ich persönlich habe ich weinen müssen am 11. Oktober 2018, nach Redebeitrag eines AfD-Abgeordneten, wo ich mich eigentlich machtlos gefühlt habe, dass in diesem Deutschen Bundestag, dass ich eine Rede höre, dass ich eine ganze Rede anhören müsste von Anfang bis Ende, die nur behaftet war mit Hass und Hetze und Beleidigungen gegen Minderheiten. Und das hat mich sehr, sehr geschmerzt. Aber ich persönlich als Person, direkt habe ich mit denen nichts zu tun. Herr Römer, ja. Ja, ich meine, es ist ja bewiesen, dass in den Zeiten, wo Unsicherheiten existieren, internationale Ebene, wir haben sehr viele Bewegungen, wir haben viele Krisen in vielen Ländern dieser Welt, die Globalisierung führt dazu auch, dass viele Menschen in Bewegung sind. Das führt dazu, dass viele Menschen verunsichert sind. Und die Rechtsextremen und die Rechtspopulisten nutzen gerne solche unsichere Situationen, um Ängste zu schüren, um den Leuten immer wieder den Eindruck zu erwecken, dass es immer die gibt, die und wir. Und wenn es die nicht gibt, dann würde uns besser gehen, wenn wir die Flüchtlinge nicht hätten, dann hätten wir bessere Situationen. Das hat immer gegeben, in Wendezeit war das auch so. Als die Mauer gefallen ist, waren die Leute verunsichert, die wussten nicht, was ist mit meiner Arbeit. Und ich habe meine Arbeit verloren, bekomme ich noch etwas? Meine Kinder können die Ausbildung machen. Wie wird das geklärt mit der Rente? So, und das ist natürlich zu einer Situation gekommen, dass viele Leute in der Gesellschaft verunsichert waren. Und da haben Neonazis auch damals die Situation genutzt, dass sie immer Ängste geschürt haben, Menschen verfolgt haben, Menschen zusammengeschlagen, Menschen getötet haben, um einfach zu sagen, die sind schuld an dieser Situation. Und Ähnliches merken wir heute noch. Aber ich betone aus meiner Sicht, dass ich nochmal sage, die überwiegende Mehrheit dieser Gesellschaft ist immer noch weltoffen solidarisch. Und wir müssen nur deutlich machen, dass die Stabilität, die wir hatten, die muss verteidigt werden und die könnten wir diese Minderheit nicht überlassen. Mit der Hoffnung, dass es bald regnet, wollte ich Ihnen eine kleine Aufmerksamkeit geben. Oh. Radieschen zum Einsehen und ich bringe die Hoffnung mit, dass es bald regnet. Ja. Bitte schön. Oh, danke schön. Und Sie warten sehen, dass es sich auch regnet. Ja? Oh ja, ich mache immer schon nur das Wichtigste.